Shamatha, Geistesruhe-Meditation am Morgen. Wir beginnen mit einer Rezitation. Wir erkennen die Kostbarkeit dieser Meditationssitzung. Jetzt haben wir die Gelegenheit, unsere Achtsamkeit wachzurufen und Geistesruhe zu kultivieren. Dabei wollen wir so geistesgegenwärtig wie nur möglich sein, um hier und jetzt eine wache und freundliche Präsenz zu kultivieren, die es uns ermöglicht, mit uns und anderen achtsamer, geduldiger und freundlicher sein zu können. Diese Meditationszeit ist die Gelegenheit, den eigenen Geist zu klären und ihn von gewohnheitsmäßigen Tendenzen und festgehaltenen Vorstellungen zu reinigen, durch das Hervorbringen einer gelassenen und ruhigen Präsenz, der Bereitschaft, Leidvolles in uns und bei anderen wahrzunehmen, zu besänftigen, anzuerkennen und die Kräfte der Herzenswärme zu wecken, möge sich der Nutzen dieser Übung entfalten. Bis zum Erwachen nehme ich Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha. Durch die Praxis von Großzügigkeit und der anderen Paramita möge ich zum Wohl aller Lebewesen das Erwachen finden. Wenn wir Shamatha üben wollen, beginnen wir damit, den Körper in eine sehr ruhige Meditationshaltung zu bringen. Shamatha betrifft eigentlich die Beruhigung des ansonsten so aufgewühlten, voller Gedanken und Eindrücke und aller möglichen Emotionen seienden Geist. Aber die Methode schlägt vor, dass wir zuerst den Körper ganz ruhig halten. Finden wir in unsere Meditationshaltung hinein, so gut es uns möglich ist. Kann auch sein, dass der Körper, die Nerven schon voller Unruhe sind oder subtile Energien im Körper auch in Aufregung oder in Unruhe sind. Und deswegen bringen wir erst einmal diesen Körper in eine ruhige Form, sodass sich diese quasi energetischen oder fast physischen Aspekte der Unruhe besänftigen können. Vielleicht spüren wir, wie fest die Füße oder die ganzen Beine und das Gesäß auf dem ruhigen Boden sitzen. Schauen, dass der Körper auf allen Ebenen wie ausgewuchtet sitzt, links und rechts ausgeglichen sind. Am Gesäß, im ganzen Oberkörper, Schultern.
die Hände und Arme abgelegt. Die Hände wirklich so gehalten, dass sie sich beruhigen können. Oft sind die Hände ja der Ausdruck unserer Aktivität. Wenn die Handflächen auf den Oberschenkeln aufliegen, können wir sie ganz spüren, einschließlich der Finger, wie sie hier abgelegt sind. Vielleicht die Finger ein wenig spreizen. Wenn wir die Hände unterhalb des Nabels an der Bauchdecke halten, in der Meditationsmudra-Geste, dann legen wir sie wirklich so tief ineinander mit aneinandergelegten Daumenkuppen, dass von dieser Handhaltung auch eine Beruhigung ausgeht. Beide Positionen sind sehr günstig für die Meditation. Schauen wir, dass wir alle Verkrampfung aus den Händen entlassen können, aus den Fingern, aus den Gelenken, Handgelenken, Armgelenken, Schultern. Und oft spielt auch der Hals eine Rolle in Bezug auf das Nervensystem, Halswirbelsäule, die Art und Weise, wie der Kopf getragen wird. Da gehen die ganzen Nerven durch, die sicherlich doch vom Gehirn aus, also mit dem ganzen Körper verbunden sind. Schauen wir, dass auch der Kopf gerade gehalten wird. Und dann nehmen wir jetzt die Atmung in die Körperhaltung bewusster mit hinein. Dann können wir uns irgendwie vorstellen, beim Ein- und Ausatmen, der ganze Körper atme ruhig und gelassen. Wenn man einatmet, strömt die Luft in den ganzen Körper, bis in die Füße hinunter, bis in die Handflächen. Und wenn wir ausatmen, entlassen wir alle Spannung, allen Druck aus dem ganzen Körper. Sitzen wir einfach mal eine Weile so da, beruhigen erst einmal den Körper mit dem Atem. Und dadurch wird auch der Geist schon etwas ruhiger. Versuchen wir bitte wirklich noch nicht direkt auf den Geist zu meditieren, den Geist ruhig zu halten, sondern erst einmal die Nerven und die subtilen Energien, die Winde im Körper zu beruhigen durch das ruhige Beatmen und ruhig Halten des ganzen Körpers.
Vielleicht können wir zusätzlich uns noch eine vertikale Achse vorstellen, die im Oberkörper ganz senkrecht steht, etwa vom Beckenboden bis zum Scheitel, die sich auch überhaupt nicht bewegt, wie eine Stange in einem Zelt, das dieses Zelt trägt. Und es weht kein Wind. Das Zelt steht ganz ruhig durch die feine Achse, die da in der Mitte das ganze Zelt aufspannt. Und indem man sich so etwas vorstellt, könnte es sein, dass sich der Geist auch wirklich sammelt und nicht so zerstreut ist. Also die Atmung bewegt sich ja noch und der Geist bewegt sich mit der Atmung. Aber wenn wir uns so eine innere Achse vorstellen, vertikal, die den Körper ganz still hält, dann bündelt sich unser Geist in dieser Mitte. So kann uns der Körper oder so körperbezogene Vorstellungen helfen, den Geist zu zähmen. Und falls man sich davon so ein bisschen beengt fühlt oder gefesselt, geknebelt, angebunden, dann schaut man, dass man das auch wieder etwas lockerer lässt, zum Beispiel mit dem Ausatmen. Unnötige Verspannung, die jetzt vielleicht auftreten, wieder entlassen.
Etwa die Mitte der Morgenmeditation, bei Bedarf Gelegenheit, den Körper etwas zu lockern, um dann wieder sitzen zu können, nochmal etwa 20 Minuten. Schauen wir mehr direkt auf den Geist und versuchen, Geist mit Geist zu beruhigen. Das heißt, der unruhige, aufgewühlte, verrückte Geist und der weise, beruhigte, geklärte Geist ist derselbe. Wenn wir zurück in unsere jetzt schon etwas geformte, ruhig gehaltene Körperposition. Knüpfen an die Qualität der Haltung, die wir vielleicht eben gefunden hatten. Und wahrscheinlich haben wir schon längst wieder erlebt, dass sich der Geist trotzdem immer noch ziemlich bewegt oder immer wieder bewegt. Uns fallen allerlei Dinge ein, denen wir nachhängen. Das ist normal. Aber wir wollen ja Shamatha üben. Wir wollen nachschauen, ob man diesen denkenden, träumenden, Emotionen habenden Geist noch mehr beruhigen kann und Ruhezustände erfahren, entdecken kann. Warum nicht? Was sich bewegt, kann auch ruhen. Das weiß jeder Baum, jeder Ast, jedes Blatt. Nutzen wir wieder diese Ruheposition des Körpers als Grundlage. Wir atmen auch bewusst ein und aus. Jetzt gäbe es verschiedene Möglichkeiten, geistige Objekte sich als Shamatha-Fokus zu nehmen. Und wer hier ein Lieblingsobjekt schon hat, aus eigener Erfahrung, möge es bitte nutzen. Oft sind das ja atemorientierte Shamatha-Objekte, der Atem in Bewegung, der Atem an der Nasenspitze. Ich möchte ein Objekt vorschlagen für jene, die es ausprobieren mögen. Man stelle sich, das ist jetzt nicht so atembasiert, vor sich im Raum, etwa auf Augenhöhe, eine Ellenlänge entfernt oder auch ein bisschen weiter, einen kleinen Punkt vor, der dort im Raum schwebt.
Also den sieht man nicht optisch. Vielleicht haben wir auch den Eindruck, den können wir gar nicht sehen, aber wir sagen uns einfach, da wäre einer. Und wir tun auch so, als würden wir den Blick dorthin ausrichten und lassen die Augen auf diesem Objekt ruhen. Das geht vor allem mit offenen Augen, aber in gewisser Weise auch mit geschlossenen. Im Grunde ist es ein augenruhig halten, aber das, was die Augen anzieht, ist ein Punkt, der vor uns im Raum schwebt. Da habe ich gerade einen kleinen Vorteil, denn ich blicke auf meinen Laptop und bei mir läuft ja die Kamera und das ist ein kleiner grüner Punkt. Aber es gibt genau das auch als Visualisationsempfehlung. Es könnte auch ein Gegenstand sein, den man da vorne stehen sieht. Oder ein Stückchen von einem Gegenstand. Falls man jetzt nicht mit einer Visualisation üben möchte, sondern tatsächlich mit dem, was man mit den Augen sieht. Dann hält man den Blick, also tatsächlich den Blick oder auch nur den geistigen Blick, ruhig und entspannt sich in dieses ruhig Blicken hinein. Und wenn der Geist wieder wandert, bringt man ihn zurück. Und wenn man merkt, er wandert gerade mal nicht, dann lässt man es so. Und jetzt in Stille eine ganze Weile.
Bei der Shamatha-Geistesruhe-Meditation gibt es immer Schwankungen der Aufmerksamkeit. Entweder werden wir müde, der Geist wird träge und das könnten wir sogar für Geistesruhe halten. Aber wenn der Geist nicht dabei klar und wach ist, dann ist es nur Müdigkeit. Also muntern wir uns wieder etwas auf, kehren zu unserem Meditationsobjekt zurück, richten vielleicht nochmal den Körper etwas mehr auf, atmen die Müdigkeit aus. Vielleicht tut es gut, mal die Augen zu öffnen, falls sie geschlossen waren, oder die Pupillen zu weiten, falls wir sie aufhaben, wenn wir sie aufhaben. Und dann kehren wir zu unserem Meditationsfokus, Objekt zurück. Und verweilen wieder damit aufs Neue. Das andere, was eintreten kann, ist, dass trotz aller Praxis, ruhig sitzen, den Geist sammeln und so weiter, doch mehr Gedanken entstehen oder es uns so vorkommt, als seien da ganz viele Gedanken oder wie ihn auch erliegen und ihnen folgen. Und genau damit wollen wir ja arbeiten. Wir kümmern uns bei Shamatha nicht um die Inhalte der Gedanken. Egal, worum sie sich gerade drehen, es sind einfach nur Mental Events, geistige Ereignisse, die wir zähmen dürfen. Das Desinteresse an den Gedankeninhalten ist wichtig für die Shamatha-Praxis. Sonst sind sie zu reizvoll, um ihnen nachzugehen. Manchmal hat man so eine Art Sorge, dass man seinen Problemen oder Tagesthemen untreu wird, wenn man nicht an sie denkt. Aber wir wollen ja nur ein paar Minuten oder eine Dreiviertelstunde Shamatha üben und danach können wir uns ja wieder mit allem beschäftigen. Vielleicht mehr aus einem beruhigten, geklärten Geist heraus.
Als wir jetzt tatsächlich länger auf ein äußeres Objekt geblickt haben oder uns etwas vorgestellt haben und wir davon müde werden, was auch natürlich wäre, dann können wir den Blick einfach mal wegnehmen und für ein paar Momente woanders hin lenken oder auch die Augen schließen oder bei einer Visualisation sie mal wirklich für ein paar Momente beiseite lassen. Und dann nochmal neu mit einem frischen Impuls auf das vorgestellte oder angeschaute äußere Objekt blicken. Unsere letzte Minute. Lesen wir mal die vier unermesslichen Geisteshaltungen, die Brahma Vihara. Mögen alle Wesen glücklich sein und die Bedingungen für Glück finden. Mögen alle Wesen frei sein von Leiden und allen Bedingungen des Leidens. Mögen alle Wesen die große Freude frei von Leiden erfahren. Mögen alle Wesen in Gleichmut, ohne Anhaftung und Abneigung verankert sein. Wir widmen alle unsere Bemühungen, unsere Übung in Achtsamkeit, Geistesruhe, wacher Präsenz und Herzenswärme, dem Wohlergehen aller Lebewesen. Möge diese Praxis uns befähigen, für andere da zu sein, mit dem Herzen ganz anwesend zu sein und mit uns selbst und anderen Freundschaft schließen zu können. Mögen wir so unsere Verbundenheit mit anderen Lebewesen erkennen, wertschätzen und zu einem Mitgefühl ausstrahlenden Wesen werden.
Mögen wir dazu beitragen, die Unruhe, Nöte und Ängste, die geistigen und körperlichen Leiden, die wir selbst und andere erfahren, durch unsere Achtsamkeit und freundliche Anwesenheit zu lindern und zu überwinden.